Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt im Internet. Den letzten Mal, den kriegen wir noch gar nicht. Der ist story-related. Also, Sie können das regeln, keine Waffen. Ja, kein Problem hier nehmen. Das heißt, wir müssen einfach die Story weiterspielen. Den kriegen wir dann einfach irgendwann zugewiesen, weil Gründe und so. Und ich habe gerade zum Ende nochmal gespoilert, aber es wusste ja mittlerweile schon, was da ist. Ich speichere einfach mal hier ab. Obwohl ich das vielleicht mal rausgehen machen, das ist sinnvoller. Fortfahren und speichern. Ist riskant. Von Krieg, Mr. Creep, Sie nehmen das zu wörtlich. Wir sind nicht verantwortlich für diesen schrecklichen Vorfall. Nein, wir werden für die bedauernswerten Opfer dieser Tragödie beten. Es wird uns vereinen. Ein Afrika, verstehen Sie? Es muss jetzt geschehen. Zu viel Ruhe auf den Straßen. Es wird den Menschen wieder zeigen, was wichtig ist. Hallo. Unser Freund ist zurück. Vielleicht helfen Sie uns, das hier endgültig zu beenden. Kaum zu glauben, dass sie so lange überlebt haben. Wir brauchen einen, der eine Pipeline zerstört. Nicht irgendeine Pipeline. Nein, Adim Bamtuves Leute pumpen Wasser über die Grenze im Austausch für jede Menge Geld. Der Mann hat Nerven. Die Pipeline wird zurzeit gewartet, ist also ziemlich anfällig. Ja, sie finden ihren Schwachpunkt bei der Baustelle, etwa einen halben Kilometer westlich der Pumpstation am Segolo-See. Die Pipeline ist riesig, wir brauchen viel Sprengstoff. Bei der Taimoko-Mine finden sie geeignetes Zeug. Aber die Mine liegt auf feindlichem Gebiet, mein Freund. Westlich von hier. Seien Sie vorsichtig. Okay. Reeves ist besorgt. Er denkt an die Menschen, die das Wasser brauchen. Aber wir sind im Krieg. Leid ist leider unvermeidlich. Es ist für ein höheres Ziel, für ein stärkeres Afrika. Okay. Wenn du meinst? Das Geld ist hier. Sie finden den Sprengstoff in der Sprenghütte bei der Diamantenmine und die Zielpipeline bei der Baustelle. Viel Glück. Danke. Macht euch bereit. Und ich würde mit dem Schlimmsten rechnen. Okay. Gucken wir, was wir alles tun müssen. Können sollen. Erstmal speichern wir ab. Denn dann haben wir schon mal einen Speicherpunkt, wo wir dann wieder laden können und nicht tausend Sachen neu machen müssen. Wo hab ich geparkt? Wieso krieg ich keinen Anruf? Gibt's da keinen Auftrag für? Da muss ich mal kurz gucken, ob das wirklich so ist. Okay, das ist anscheinend wirklich so, dass es hier nichts gibt. Wir müssen nach unten fahren. Bus würde sich anbieten. Ich könnte aber auch fahren. Waffenladen. Ich wollte zum Waffenladen auf jeden Fall. Das heißt, wir fahren erstmal zum Waffenladen. Obwohl, ich könnte den Waffen auch unten nehmen. Dann fahren wir erstmal mit dem Bus runter, würde ich sagen. Fahren ins Waffenladen und dann gehen wir in die Teikomine. Teikomo-Mine oder Teimoko-Mine. Die meine das Ding halt, die Mine. Tschüss, bist du jetzt kaputt. Aber egal, ist ja nicht so wichtig. Wir brauchen ja nicht mehr so lange. Wir müssen nur noch kurz zum Hafen kommen, wo die Busse fahren. Sela Galasse. Da müsste auch noch irgendein Diamant liegen. Kann ich mir vorstellen. So, wir wollen nach hier unten. Perfekt. Dann hätte ich gar nicht speichern, brauchen wir hier speichern. Na komm, Ladspiel. Speichern, fortfahren, natürlich. Buggy, meh. Hier unten habe ich ja schon das Schakalband, das habe ich hier unten gefunden, als wir hier lang gefahren sind. Also erstmal Waffenladen, ich glaube, da fahre ich auch einfach hinten lang. Weil dann spare ich mir den Außenposten mit der Medizin-Außenposten. Ich habe irgendwas gehört, dass alle Fahrzeuge langsamer geworden sind.
Aber ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch nur so vor. Ja, hier war auf jeden Fall irgendwas zum Einsammeln. Ich glaube, das war halt das Schakalband. Das kann auch, ne, Diamanten würde ich ja sehen auf der Karte. Irgendwas Interessantes, was es hier noch gibt eigentlich? Ich weiß nicht. Guck mal hier unten. Also warum steht hier ein Buggy? Das wird hier schon verdächtig. Hier einfach so random Buggy mit nichts in der Nähe? Weiß ich nicht. Hier sind wir schon mal hochgefahren. Ich glaube in der letzten Mission, als wir ins Velegur sind. Man sollte den Kumpel übrigens auch erst bekommen nach der zweiten Mission, stand im Internet. Oh, perfekt, hier ist auch Munition. Müssen wir gar keine Munition holen, weil also Hauptgrund für Waffenladen war ich Munition holen. Also nicht ein Hauptgrund, aber war halt ein Grund. Jetzt habe ich mal Kontext verloren, was ich sagen wollte. Ne, komplett. Ich habe komplett den Kontext verloren, weil ich mich darüber gefreut habe, dass noch Munition liegt. Ja, doch, jetzt weiß ich wieder, der Buddy, den man von der APR bekommt, den sollte man eigentlich nach der zweiten Mission bekommen, aber bei uns kam es schon nach der ersten. Also, wir hatten ja die erste Mission gemacht und da hatten wir direkt, hey, hol mal den Kumpel hier. Oder? Doch, ich meine, ja. Na ja, genau, den DJ, das ist die zweite Mission, die hatten wir danach. Ja, jetzt sind wir schon bei der dritten Mission von der APR, das heißt, die APR haben wir so gut wie durch. Ich weiß nicht, wie viele Missionen des Akt 3 hat. Also es gibt, glaube ich, keine Aufteilung mehr in UFLL und APR. Ich glaube, das sind irgendwie noch so drei Aufträge, die man machen muss. In schätzungsweise. Aber hier haben wir halt am Ende von Akt 2 auch noch ein paar extra Missionen. Oder was heißt ein paar? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nur kurz mal da reingeguckt, aber ich kann nicht genau sagen, wie viel das wirklich ist. Ja, dann können wir erstmal shoppen gehen. Wir haben ja wieder 77, wir haben ja gut was bekommen an Sachen. Müssen wir TNT besorgen und dann müssen wir die Pipeline sprengen. Ich könnte mir jetzt zwei dicke Waffen kaufen oder ich kaufe mir drei normale. Granatwerfer. Würde ich sagen, kaufe ich den Mörser, den Flammenwerfer und den Granatwerfer. Dann haben wir noch zwei Raketenwerfer und... Nee, Moment, dann haben wir jetzt zwei Granatwerfer. Ja, bei einem muss ich sowieso anfangen und dann kaufe ich einfach die drei Sachen. Benutzen werde ich die vermutlich nicht. Ah, ich speichere mal ab. Und ich würde jetzt auf jeden Fall nochmal neue Waffen holen. Und dann können wir mal gucken, wie es aussieht. Wo der Flamme fängt, weil Granatwerfer hängt und wo der Mörser hängt. Da habe ich mir gedacht, dass die da sind. Und der Granatwerfer, okay, der hängt auch hier. Ist das... Ah, okay, das ist ein kleiner Granatwerfer. Okay, nee, hier haben wir keinen. Und hier sind Spezialwaffen. Okay, dann macht das Sinn. Also teilweise. Also Flammenwerfer, weiß ich nicht, so... Nicht so sinnvoll, meiner Meinung nach. Also ich habe halt... Also für mich ist das halt wirklich das beste Loadout, was man haben kann. Granatwerfer sind klein. Weiß nicht, also Granatwerfer lohnt sich eigentlich nur, wenn man das wirklich spammen kann mit dem Auto. Weil sonst hast du irgendwie so drei Schuss und dann hilft mir das auch nicht wirklich weiter. Dann fahren wir jetzt ab in die Mine. Gibt ja drei Eingänge. Ich würde sagen, fahren erstmal hier straight auf den oberen zu. Und ja, gucken wir mal, dass wir dann was finden. Ich glaube, das ist einer mit dem Granatwerfer. Perfekt. Dann können wir den Freunden irgendwie mal Hallo sagen. Wahrscheinlich sprengen wir ihn aus Versehen alles weg gleich. Hier ist ja was anscheinend. Perfekt. Nehme ich doch gerne mit, das Ding. Noch 45. Genau. Noch relativ viele tatsächlich.
Hier noch irgendwas an Sachen? Anscheinend nicht. Schade. Teimogo Mine. Da sind wir ja schon in der Teimogo Mine. Okay, das ist vielleicht dann so smart, einfach dem Auto zu sitzen. Okay, ich habe gedacht, er ist umgefallen. Leider nein. Ach, ich habe die falsche Waffe. Ich hasse mein Leben, ey. Es ist halt gefährlich, wenn man die oberen Waffen mal nehmen möchte. Dann passiert es halt mal, dass man die falschen Waffen mitnehmen, weil man dann doch die unteren nimmt. Okay, die Waffe ist es nicht so schlecht, aber ich mag die auch schon weitest mehr. Hat er gerade Niederländisch ausgesprochen oder Belgisch? Der ist anscheinend auch tot. Joink. Ich finde schön, dass sie sich gerade hinsetzt und denkt so, ach, die will mich ja stechen, dann lege ich mich mal ganz schnell wieder hin. Das ist nämlich cool aus. Okay, wo soll ich hin? Da? Irgendwo in die Richtung. Irgendwo hier hoch vielleicht? Okay, hier, verstehe. Dann können wir uns jetzt noch was kaufen. Raketenwerfer, glaube ich. Ich wollte da hochspringen, aber darf ich mal wieder nicht spielen? Danke. Mission angenommen. Was sind meine Missionen? Okay, aber die blaue Mission ist doch eigentlich immer die Buddy-Alternativmission. Hier ist André, ich weiß, was du vorhast. Triff mich auf dem Hügel oberhalb des Dampfs. Hä? Okay. Gucken wir erstmal, was André von uns möchte. Also online steht auch nicht, dass da irgendwie eine Buddy-Mission direkt kommt oder sowas. Also von daher finde ich es ein bisschen komisch, dass das hier so anders geregelt ist als sonst. Aber gut, wenn es funktioniert, dann ist das halt so. Ich denke mal, hier wird am Rand noch irgendwo was sein an Diamanten, aber das ist dann ein Teil für oder eine Aufgabe für den Sammelfreddy im Sammelpark. Ich bin ausgestiegen, zum Glück komme ich. Sie bringen uns doch um. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so viel auf die Fresse bekommen habe.
Das ist sowieso eine Waffe holen, ne? Sie gibt mir so scheiße wie die Dreckswaffe. Aber Ehre fürs Retten. Halt! Bevor wir weitergehen, müssen Sie zu Kräften kommen. Hau. Noch zwei. Ausrüstung prüfen. Kein Blödsinn mehr. Die Jungs brauchen Hilfe. Vergiss es, wir müssen die Position halten. Hast du nicht gesagt, noch zwei? Das ist mindestens drei Stück. Wo bin ich überhaupt lang gefahren? Ich bin von hier gekommen. Steht mein Auto denn noch? Ja, perfekt. Oh, wenn er ein bisschen zerstört aussieht. Oh, meine Waffe liegt hier auch. Okay, cool. Das ist ja ganz lustig gemacht, muss ich sagen. Aber dies ist nicht tot, oder? Ich bin kein großer Fan davon, wenn einfach Raketen. Kommst du mit? Wird schön, dass du Maschinengewehr einfach hast. Okay. Wird's gut, dass man einfach zurückgehen kann und seine Waffe holen kann. Ich hab das vorher mal gewusst. Und André möchte, dass wir wohin kommen. Au. Kannst du mal reparieren? Und schnell abhauen, damit wir nicht verbrennen. So. Na, wir fahren sogar perfekt bei diesem Haus vorbei. Das ist doch super. Vielleicht soll ich mir alle meine Waffen, also meine Hauptwaffen, außer die Sniper jetzt mal auf in das Haus, also im Haus einlagern, dass ich dann immer rausnehmen kann, wenn ich die mal brauche. Hast du was Cooles für mich? Hey Mann, ich hab einen Job für dich. Hast du Lust, mit einer Pipeline richtig Schaden anzurichten? Das wird ein Spaziergang. Du musst nur das Equipment im Pumpenhaus des Stausees zerstören. Da kontrollieren sie den Durchfluss, das automatische Absperrsystem und so. Wenn du die Pipeline hochjagst, wird der ganze Canyon überflutet und die Diamantenmine. Die Mine ist ein Witz, da gibt's keine Diamanten. Hat's nie gegeben. Ich hatte dort einen Security-Job. Die Penner wollen mich feuern. Bitte. Alle wollen ich irgendwie feuern. Der Mine sein, wenn sie voll läuft. Die Typen werden mir die Schuld dafür geben und mich erledigen wollen. Du musst mich da rausholen. Alles klar? Okay. Ich verstehe seinen Auftrag. Ich muss zuerst zum Pumpenhaus und die Kontrollsysteme zerstören. Okay. Wo sollen wir denn jetzt hin? Dahin, okay, verstehe. Ohne mein Maschinengewehr ist es natürlich ein bisschen doof. 1000 Punkte Wendung erstmal vollziehen, okay. War gar nicht so schlimm diesmal. Dafür fahren es da viel, viel mehr fest. Aber, Moment mal. Ich glaube, ich fahre mal in das andere Haus rein, weil ich glaube nämlich, dass wir sie aktuell ja unseren Rettungsbuddy Nasrin nicht mehr haben. Ich hoffe, ich habe alle erledigt. Und dann können wir da kurz bevor wir an der Aufgabe oder an der Standardaufgabe sind wir nicht mal, wir machen ja die André-Aufgabe. Da nochmal anhalten und unser Safehouse gehen und uns dann nochmal von Nasrin sagen lassen, hey, mach keinen Quatsch, ich helfe dir. Das ist doch ein guter Plan. Ach, da ist der. Upsi. Hab ich gesehen. Hm.
Meine Güte. So, erst noch Munition mitnehmen, weil das schadet ja nie. Haben schon das Auto reparieren und wegfahren. Dann fahren wir hier hoch. Halten einmal kurz an. Hey. Hallo. Lange nicht gesehen. Das stimmt. Soll ich in der Nähe bleiben, falls irgendwas passiert? Das wäre super. Alles klar. Hier kursieren außergewöhnliche Geschichten. Über sie viel Glück. Über sie, Hippolyta und die Miliz. Ja. Kann schon sein. Ach, Dummkopf. Da steht doch Wasser. Ich hätte das Wasser einfach nehmen können. So, ich würde sagen, das reicht mal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.